Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder und ich möchte in diesem Videotutorial mit Ihnen gemeinsam einen Budgetplan für ein typisches Handwerksunternehmen erstellen. Ziel und Zweck von diesem Videotutorial ist es, Ihnen zu zeigen, dass so ein Budgetplan gar nicht so schwierig ist zum Aufstellen. Als Beispielunternehmen haben wir hier die Zimmerei Holzwurm, ein typischer Zimmereibetrieb, der Carports herstellt oder Dachstühle aufstellt und ähnliches. Das Budget soll für das Jahr 2014 erstellt werden. Dazu haben wir hier einige Spalten. Wir haben die Umsatzverteilung, wir haben die Gesamtleistung des Betriebes, wir haben den Wareneinkauf, Personalaufwand, Raumkosten wie Miete und ähnliche Sachen, Versicherungen, Fahrzeuge, Werbung, Investitionen, Porto, Telefon, Rechts- und Beratungskosten, alles was sonst so anfällt, Zinsen, die bezahlt werden müssen. Und dann gibt es zum Schluss ein Unternehmensergebnis. Wir haben Steuern und wir haben Privatentnehmen, was der Geschäftsführer, der Inhaber aus der Firma entnimmt, um privat leben zu können. Rückzahlung Mutter, das ist ein Beispiel, dass unter Unternehmer am Anfang von seiner Mutter ein Gründungsdarlehen bekommen hat, um seine Zimmerei einfach zu gründen und auszubauen, und das möchte er jetzt im Laufe der Jahre einfach zurückbezahlen. Der Kontokorrent bei der Hausbank ist ziemlich ausgeschöpft, das soll auch zurückgeführt werden, und bei den Lieferanten sind auch noch einige Lieferungen offen, die bezahlt werden müssen, also Rückzahlung der Lieferantenkredite steht auch noch an. Im zweiten Reiter haben wir noch einige Nebenrechnungen, die wir machen können. Zum Beispiel ist ja eine Zimmerei ein typischerweise saisonaler Betrieb, also in den schönen Monaten ab März, April, Mai bis rein in Oktober. Da brummt der Laden richtig, da wird viel gearbeitet am Bau. Es ist wetterabhängig, die Zimmerleute müssen aufs Dach gehen können. Es gibt aber auch Monate eben wie November, Dezember und Januar, wo relativ wenig passiert. Also ein stark saisonal getriebener Betrieb, und das sollten wir dann doch durchaus berücksichtigen. Bei einer Bäckerei oder einer Metzgerei mag es anders sein, da sind vielleicht die Umsätze eher gleich und nicht ganz so saisonal getrieben. Der Wareneinkauf ist auch wieder abhängig von den Umsätzen, denn wenn letztendlich viel Holz eingekauft werden muss für den Abbund, für den Dachstuhl, müssen wir den erst vorfinanzieren. Deswegen ist es durchaus lohnenswert, sich mal anzuschauen, wie der Wareneinkauf eigentlich verteilt ist und wie viel Prozent vom Wareneinkauf eigentlich vom Umsatz anfallen. Personalaufwand vom Umsatz, das ist auch eine Nebenrechnung, die wir anstellen können. Viele Handwerker haben ja letztendlich Lohnempfänger und keine Gehaltsempfänger, sodass geleistete Überstunden gerade in den hoch ausgelasteten Sommermonaten gleich ausgezahlt werden und keine Arbeitszeitkonten geführt werden. Daher macht es durchaus Sinn, sich den Personalaufwand als Prozentsatz vom Umsatz auch mit anzuschauen, wie man den entsprechend mit verteilt. Dazu aber später noch mehr. Diese Nebenrechnung möchte ich nun anfangen. Ich nehme mir also die BWAs aus den Jahren 2012 und 2013 zur Hand und trage einfach die Umsätze der Reihe nach ein und schaue mir an, eben wie die entsprechend verteilt sind. Wir beginnen also im Januar, da hat unser Beispielunternehmen 2786 Euro umgesetzt. Im Februar waren es 10.828. So, ich habe das mal für Sie vorbereitet und entsprechend ausgefüllt. Wir sehen also hier, dass eine saisonale Verteilung ist, dass es im Sommermonaten deutlich mehr ist. Dann gibt es nochmal einen Sprung im November und zum Schluss wird es zum Dezember wieder weniger. Die Gesamtleistung liegt also bei 100% jeweils und es ist zwischen dem Jahr 2012 und 2013 eine Steigerung erfolgt. Es geht jetzt nicht unbedingt darum, wie viel Umsatz jetzt im Jahr wirklich erwirtschaftet wurde, sondern es geht eigentlich vielmehr darum, zu verstehen, wie sich der Umsatz auf die jeweiligen Monate verteilt. Der Peak im November ist deswegen zu erklären, weil einfach in den schönen Monaten August, September, Oktober wahnsinnig viel gearbeitet wird und erst im November wirklich die Rechnungen erstellt werden und dann auch zur Zahlung kommt. Das ist also in vielen baunahen Handwerksbetrieben durchaus üblich. Anhand der BWAs können wir auch gemeinsam nun den Wareneinkauf uns anschauen und auf die gleiche Art und Weise eintragen. Ich habe das nun ebenfalls für Sie vorbereitet und man sieht ungefähr, dass der Wareneinsatz zwischen 30% und 40% vom Umsatz ungefähr liegt. Auch hier geht es nicht mehr darum, um genau den Wareneinsatz für die Zukunft zu prognostizieren, ob es jetzt 9.000 Euro sind oder 8.000 Euro sind. Es geht einfach darum zu verstehen, was im Mittelwert ungefähr für Ware als Anteil vom Umsatz eingekauft wird. Wir gehen also hier nach 2 Jahren, um das zu glätten, von ungefähr 34% aus. Ähnliches Vorgehen können wir auch mit dem Personal machen.
Auch das habe ich nun wieder eingetragen und wir können eigentlich schon recht schöne Dinge sehen. Lag der Personalaufwand im Jahr 2012 noch bei 26% vom Umsatz, ist er im Jahr 2013 gestiegen auf 36%, also eine deutliche Ansteigung. 10% mehr Personalaufwand vom Umsatz als im Jahr davor. Das bedeutet letztendlich, dass das Personal teurer geworden ist, aber die Preise an den Kunden nicht weitergegeben werden konnten oder dass bei dem bestehenden Personal einfach unproduktiver gearbeitet worden ist. Dies sind bereits erste Warnsignale, dass dieses Unternehmen möglicherweise ein Problem haben könnte. Nachdem wir nun diese Nebenrechnungen ausgefüllt haben, springen wir nun zurück in unsere Planungstabelle. Sie sehen nun, dass sich die Umsatzverteilung als Mittelwert entsprechend übernommen hat und damit können wir auch weiterarbeiten, wenn es darum geht, den geplanten Jahresumsatz auf die Monate zu verteilen. Aber beginnen wir nun von unten nach oben. Zunächst mal braucht unser Unternehmer etwas zum Leben. Er braucht also ein Geld, was er als Privateinnahmen aus der Firma entnimmt. Gehen wir davon aus, dass er jeden Monat 4.000 Euro entnimmt, weil er davon seine Familie ernähren muss und vielleicht noch den Kredit fürs Haus zurückbezahlen muss. Dann möchte er seiner Mutter den entsprechenden Gründungskredit zurückbezahlen. Im Jahr 10.000 Euro hat er sich vorgenommen. Den Kontokorrent bei der Hausbank möchte er auch zurückführen, und zwar um 10.000 Euro, dass er einfach nicht mehr so viele Zinsen bezahlen muss. Und bei den Lieferanten sind auch noch einige Rechnungen offen. Für den hat er eine Ratenrückzahlung vereinbart, und das sind also im Jahr 15.000 Euro. Dies sind nun die entsprechenden Positionen für die Dinge, die unser Unternehmer erledigen möchte im Schritt 1 und 2. Tragen wir nun weitere Kostenpositionen ein. Zum Beispiel möchte unser Unternehmer, nicht möchte, sondern muss unser Unternehmer Zinsen für seinen Kontokorrent bezahlen. Das sind laut BWA immer um die 4.000 Euro im Jahr gewesen. Die Miete ist auch relativ stabil. Das sind immer im Jahr 13.000 Euro gewesen für Büro- und Lagerräume. Auch bei den Versicherungen wissen wir ungefähr, was auf uns zukommt. Und bei den Fahrzeugen wissen wir es auch. Bei den Fahrzeugen sind aber alle Kosten auch mit enthalten, so wie Diesel für den Gabelstapler und die Leasinggebühr für den Kastenwagen und ähnliches. Ein bisschen Werbung ist auch eingeplant gewesen. Unser Unternehmer möchte noch ein bisschen sein Image aufpolieren und deswegen plant er dafür 2.200 Euro ein im Jahr. Bei Investitionen steht an eine neue Säge und die kostet 6.000 Euro. Nun kann man hier entweder 6.000 Euro eingeben und die entsprechend auf die Monate verteilen, wie als Ansparen, dass man sie dann irgendwann kauft. Man könnte natürlich auch hergehen und sagen, nein, die 6.000 Euro werden einfach gleich verteilt. Dann nullt man einfach die Zeilen jeweils aus und sagt, die Anzahlung bei der Bestellung und bei der Lieferung eben nochmal 3.000 Euro. Macht das eigentlich dann auch die 6.000, aber trifft vielleicht den Geldabfluss eher. Porto und Telefon, das sind monatliche Kosten, die immer gleich anfallen. Da rechnet unser Unternehmer mit 1.600 Euro im gesamten Jahr für Handys, für Briefe schreiben, für Rechnungen verschicken und ähnliches. Die Jahresabschlüsse und Steuererklärungen und ähnliche Sachen kosten einen Steuerberater und das sind auch immer so um die 2.600 Euro gewesen. Ja, und sonstiges, Unwägbarkeiten, von denen keiner weiß, was auf uns zukommt, kalkuliert unser Unternehmer mit 6.000 Euro im Jahr, also 500 im Monat als Puffer für irgendwas, was anfällt. Dann haben wir jetzt noch die drei großen Posten, die anfallen. Zum einen die Gesamtleistung, also den Umsatz, der geplant wird, den Wareneinkauf und den Personalaufwand. Unser Unternehmer geht jetzt mal von aus, dass er 85.000 Euro inklusive Arbeitgeberanteile für Personal entsprechend aufwenden muss. Man kann sich jetzt überlegen, ob dieses Personal wie bei Gehaltsempfängern jeden Monat gleich bleibt oder ob man es auch entsprechend dieser Kurve in unserer Planung berücksichtigen möchte. Dies trägt dem Ganzen Rechnung, dass zum Beispiel keine Arbeitszeitkonten geführt werden, wo dann Überstunden abgefeiert werden, sondern wo bei Lohnempfängern beispielsweise die Überstunden direkt ausgezahlt werden. Aber das ist individuell anzupassen. Das bleibt letztendlich Ihnen überlassen, wie Sie das handhaben möchten. Kommen wir nun schon im Entscheidenden. Was müssen wir denn für einen Umsatz erwirtschaften, damit wir hier unten einen Saldo nahe Null bekommen? Denken Sie auch daran, die Steuern, die hier angegeben sind Steuern auf das Betriebsergebnis. Und die habe ich einfach mal pauschal mit 30% entsprechend angesetzt.
Man kann es auch individuell anpassen, weniger oder mehr, aber mit 30% ist man auf der sicheren Seite ungefähr. Wenn wir jetzt 200.000 Euro Umsatz eingeben, dann sehen wir, dass unser Unternehmen immer noch in den Miesen steckt und mit dem, was wir alles machen wollen, das schaffen wir nicht. Da haben wir am Ende 100.000 Euro weniger auf dem Bankkonto ungefähr, als was geplant war. Also muss unser Unternehmer mehr Geld verdienen. Probieren wir 300.000. Selbst bei 300.000 Euro wird zwar das Unternehmensergebnis in vielen Monaten bereits positiv, aber es reicht immer noch nicht, um die gesteckten Ziele letztendlich zu erwirtschaften. Bei 400.000 kommen wir langsam in den Bereich, dass wir ein neutrales Zahlungssaldo bekommen. Mit 450.000 Euro haben wir am Ende vom Jahr ungefähr 10.000 Euro mehr auf der Bank, als was wir zu Beginn des Jahres hatten. Wenn Sie den Wert genau sehen möchten, können Sie die Zielwertsuche von Excel verwenden. Gehen Sie dazu auf Daten, was wäre wenn Analyse, Zielwertsuche und Sie können als Zielzelle hier unten angeben, der Zielwert wäre 0 und die veränderbare Zelle ist hier oben. Wenn Sie auf OK drücken, rechnet Ihnen Excel exakt aus, welcher Umsatz zum Beispiel es notwendig wäre, damit hier unten ein ausgeglichenes Zahlungssaldo herauskommt. Gehen wir also mit einem leichten Plus und einer vernünftig runden Zahl von 430.000 Euro aus. Nun macht unser Unternehmer mit all den Dingen, die er hier erreichen möchte, Rückzahlung von dem Darlehen seiner Mutter, Rückzahlung des Kontokorrents von der Hausbank, in Ordnung bringen von Lieferantenkrediten und ähnliches, macht er 2.000 Euro mehr Geld am Ende des Geschäftsjahres, als was er am Anfang auf dem Bankkonto hatte. Sind 430.000 Euro für unser Unternehmen auch wirklich zu erwirtschaften? Schafft er das überhaupt? Man sieht, im Juli oder im November sind relativ große Positionen drin. Was bedeutet das? Gehen wir mal davon aus, unser Unternehmer hätte eine durchschnittliche Auftragsgröße von ungefähr 8.000 Euro, zum Beispiel ein Carport. Dann können wir jetzt ausrechnen, wie viele solche Aufträge bräuchten wir eigentlich, indem wir den gesamten Umsatz teilen durch die durchschnittliche Auftragsgröße. Und wenn wir das Ganze noch ein bisschen netter formatieren, dann sehen wir, dass wir ungefähr einen, circa dreieinhalb, nahe vier, teilweise sogar sechs oder neun Aufträge brauchen, um unser Umsatzziel zu erreichen. Neun Aufträge im November. Das würde bedeuten, dass wir fast zwei Aufträge pro Woche im November noch abarbeiten oder zumindest zur Abrechnung bringen müssten. Nun kann man sich wirklich überlegen, ob das realistisch ist. Also was tun? Man könnte zum Beispiel sagen, dass ich meine Investitionen um ein Jahr verschiebe. Ich gebe also keine 6.000 Euro aus, sondern verschiebe die Investitionen. Auch bei der Werbung könnte ich einsparen. Ich mache keine Werbung mehr. Und die Mutter, mit der hat man gut geredet, die bekommt keine 10.000 Euro, sondern nur noch 5.000. Dann können wir hier oben einen neuen Umsatz ausrechnen lassen. Gehen wir wieder auf Daten. Was wäre Wenn-Analyse? Die Zielwertsuche. Wählen die Zelle 0, die veränderbare Zelle hier oben. Und drücken auf OK und sehen, dass wir nur noch 400.000 Euro Umsatz bräuchten, also deutlich weniger. Das entspannt die Lage gerade in den Anfangsmonaten erheblich und wir liegen noch selbst in der Spitze nur noch bei 8,6 Aufträgen. Man kann sich nun überlegen, ob das realistisch ist oder nicht, aber Sie sehen, mit dem Budgetplan haben Sie ein schönes Instrument, Ihr Geschäftsjahr in der Zukunft deutlich zu hinterfragen. Wenn Sie Interesse haben, mit solchen kleinen Verbesserungsschritten auch Ihr Unternehmen, Ihren Handwerksbetrieb voranzubringen, dann nehmen Sie jetzt mit mir Kontakt auf. Am Ende dieses Artikels finden Sie einen Link zur Kontaktseite oder rufen Sie mich direkt an. Ich helfe Ihnen gerne weiter. Mit bestem Gruß, Ihr Axel Schröder.